Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem Charakter Kovu und seiner Geschichte. Wenn du dich für König der Löwen, die Garde der Löwen oder My Pride of Deutsch interessierst und meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. Wer ist Kovu? Kovu ist ein männlicher Löwe mit dunkelbraunem Fell, dunkelgrünen Augen und einer dunkelbraunen Mähne. Außerdem trägt er über seinem linken Auge eine Narbe, die er im Laufe des zweiten Teils erhält. Er hat zwei Geschwister namens Vitani und Nuka und seine Mutter ist Sira. Wer allerdings sein Vater ist, ist nicht bekannt. Er lebte ursprünglich im geweihten Land, dann im Schattenland und dann wieder im geweihten Land. Der Name Kovu ist Swahili und bedeutet auf Deutsch Narbe. Eine kleine Anspielung an Scar, dessen Name übersetzt ja auch Narbe bedeutet. Kommen wir auch schon zu Part 2 des Videos und der Frage, wo kommt Kovu vor? Kovu kommt im Film König der Löwen Simbas Königreich und in der Serie Die Garde der Löwen in vereinzelten Folgen vor. Kiara, die gerade auf einer kleinen Erkundungstour war, traf auf Kovu im Schattenland und nach einem kleinen Abenteuer wurden die beiden Freunde. Allerdings war diese Freundschaft nur von kurzer Dauer, da sie dann von Simba und Sira unterbrochen wurden. Jetzt stellt sich heraus, dass Kovu zu den Schattenlandlöwen gehört, die von Simba nach Scars Untergang verbannt wurden. Sira erklärte stolz, dass Kovu von Scar zu seinem Nachfolger erklärt wurde. Die angespannte Situation entschärfte sich wieder und Kovu und Sira kehrten wieder zurück ins Schattenland und Simba und Kiara ins geweihte Land. Und während Kiara dort eigentlich eine ziemlich schöne Kindheit hat, wird Kovu ausgebildet, Simba zu töten. Hier gibt's dann auch einen kleinen Zeitsprung und jetzt befinden wir uns in die Garde der Löwen. In Staffel 1, Folge 20, Die Löwen des Schattenlandes, tauchte dort das erste Mal auf. Allerdings spielte er in der Folge nur eine untergeordnete Rolle. In einigen weiteren Folgen wird er dann nur noch namentlich erwähnt. Dann gibt's wieder einen Zeitsprung zu König der Löwen 2, Simbas Königreich. Kiara befand sich gerade auf ihrer ersten Jagd und tappte dabei direkt in Siras Falle. Vitani und Nuka legten ein Feuer, in das Kiara direkt hineingeriet. Daraufhin kam Kovu ihr zu Hilfe und rettete sie vor den Flammen. Und es dauerte auch nicht lange, bis Kiara ihn wieder erkannte. Da kam Simba dazwischen und Kovu und Simba brüllten sich gegenseitig an. Rafiki stellte klar, dass Kovu Kiara gerettet hatte und Kovu bat Simba, Teil seines Rudels werden zu dürfen. Simba war eigentlich anfangs kein großer Freund davon, aber er gab Kovu eine Chance, obwohl er ihm nach wie vor misstraute. Und bis jetzt lief das Ganze genau nach Siras Plan. Allerdings hatte sie damit einer Sache nicht unbedingt gerechnet. Kovu und Kiara verbrachten immer mehr Zeit miteinander und schließlich verliebten sie sich auch. Kovu war mittlerweile auch schon so weit, dass er Simba von Siras Plan erzählen wollte. Simba nahm Kovu mit auf einen Spaziergang und als Kovu die Chance nutzen wollte und ihm davon erzählen wollte, kam Sira. Sie und ihr Schattenlandrudel umzingelten die beiden. Für Simba sah es so aus, als wäre Kovu Teil des Plans. Als ihn die Schattenlandlöwen angriffen, wollte Kovu Simba zu Hilfe eilen, allerdings wurde er ziemlich schnell ausgenockt. Simba wurde ziemlich schwer verletzt, schaffte es aber trotzdem zu fliehen. Allerdings starb bei seiner Flucht Nuka. Sira gab Kovu die Schuld an Nukas Tod und verpasste ihm eine Narbe. Kovu versuchte zurück zum geweihten Land zu kommen, allerdings wurde er dann von Simba verbannt. Kiara konnte das Ganze nicht einsehen und versuchte Kovu zu finden, was ihr schließlich auch gelang. Kovu wollte eigentlich die Chance nutzen und durchbrennen. Kiara allerdings wollte zurückkehren und die Feindschaft zwischen ihren Familien endlich beenden. Und das gerade rechtzeitig, denn diese Feindschaft schien gerade zu eskalieren. Denn Simbas Rudel und Siras Rudel standen sich in einem erbitterten Kampf entgegen. Und Sira war nun wild entschlossen, Simba zu stürzen. Doch Kiara und Kovu kamen rechtzeitig und stellten sich dazwischen. Kiara konnte Simba davon überzeugen, diesen sinnlosen Kampf zu beenden. Und auch Siras Rudel begann diese ganze Geschichte zu hinterfragen und stellte sich letztendlich auf Simbas Seite und somit gegen den Kampf. Sira wollte das Ganze allerdings nicht akzeptieren und startete einen letzten Angriff auf Simba. Kiara warf sich dazwischen und die beiden fielen in eine Schlucht. Sie versuchte Sira noch zu helfen, allerdings nahm sie die Hilfe nicht an und stürzte in die reißenden Fluten. Simba konnte Kiara retten, entschuldigte sich daraufhin bei Kovu und nahm Siras Rudel bei sich auf. Kovu und Kiara konnten also endlich zusammen sein. In der letzten Folge von Die Garde der Löwen Staffel 3 kommt Kovu auch nochmal vor. Und diese Folge spielt eben genau nach dem Happy End von König der Löwen 2. Hier kehrt Kion zurück zum geweihten Land, weil er von dem Angriff von Sira erfahren hatte. Er wurde dann letztendlich von der gesamten Situation aufgeklärt und davon, dass Siras Rudel sich jetzt Simbas Rudel angeschlossen hatte. Und so gab es am Ende ein wunderbares Happy End.
kommen wir zum dritten und letzten Part, Kovu in der Fanszene. Und hier gibt es einige interessante Dinge zu besprechen. Es gibt zum Beispiel Fans, die glauben, dass Kumvi der Vater von Kovu ist. Über Kumvi habe ich by the way auch schon ein Video gemacht, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Es gibt auch einige Theorien, nachdem Sira Kovus Eltern getötet haben soll und Kovu dann adoptiert haben soll. Im Comic König der Löwen verborgene Geschichten trifft Sira auf einen Löwen namens Pride, der Kovu verblüffend ähnlich sieht. Dementsprechend würde ich davon ausgehen, dass Kovu laut dem Comic der Sohn von Pride und Sira ist. Es gibt auch einige Fans, die glauben, dass Kovu, wenn er älter wird, einen Bart bekommt. Ist zwar jetzt keine storytechnische Theorie, aber ich dachte, ich bringe das auch mit rein ins Video. Einige Leute shippen Kovu tatsächlich auch mit Koopa. Und to be honest, ich finde das teilweise echt ziemlich süß. Wenn ihr noch irgendeine Fantheorie über Kovu habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Und falls ihr mehr über die Theorien zu Kovus Vater wissen wollt, könnt ihr hier das Video anklicken, das ich vor einiger Zeit zu dem Thema gemacht habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!